Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, ich habe mir echt lange überlegt, was ich in diesem Video zu sagen habe. Und das erste, was mir einfällt, ist herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Honey, ich konnte in deinem Stream leider nicht dabei sein. Ich wünsche dir alles, alles Gute, Glück und viel Erfolg auf YouTube und in deinem Berufsweg natürlich mit deiner Firma und so weiter. Ich gönne dir wirklich alles, was du möchtest und was du erreichen willst. Und ich hoffe einfach, dass das Jahr 2018 noch richtig, richtig krass für uns wird. Und an dich jetzt auch mal speziell ein fettes Dankeschön. Ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben. Du hast ein Video von mir angeschaut und hast mir direkt geschrieben, Alter, du bist so ein krasser Dude. Und bist dann in TS-Channel von mir reingekommen und hast gesagt, boah, sowas muss man unterstützen. Du hast mir sofort 80 Abos vom Honey-Team zugeschickt, also von deiner Community. Und dachte mir so, Alter, boah, what the fuck, was geht denn hier ab? Dann hast du mir ein TS-Server, der leider nicht so gut nicht so genutzt wurde von mir, einfach wegen der Zeit und wegen Ding. Hast du mir gesponsert? Das ist richtig, richtig krass, Mann. Ich bin einfach so froh, dass ich dich kennengelernt habe und einfach mal Dankeschön. Nur an dich. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt noch. Ich habe echt lange überlegt, was ich mache, ob ich jetzt ein Best-of Channel of the Year Stream mache oder so ein 2017 Special, so ein Rückblick, so ein Jahresrückblick oder so. Aber nee, ich dachte mir einfach so, es machen so viele und ich glaube, ich habe noch nie wirklich mal an die Community einfach mal Danke gesagt. Gerade an die, die von ganz Anfang mit dabei sind, wie zum Beispiel Schütze, Nomi Channel, dann Pascal und der Linkman und die halt alle mich immer unterstützt haben, die von Anfang an mit dabei sind und mich immer so ein bisschen gepusht haben und sagt, boah, Alter, geile Videos, weiter so und denkt, richtig, richtig cool. Und was ich eigentlich noch so zu dem Stream eigentlich jetzt speziell noch dazu zu sagen habe, der Channel of the Year, Battle of the Users, ich habe da so viel Kraft, Emotionen und Qualität in meine Promo und in die ganzen Videos reingepackt, einfach nur um einen richtig geilen Abend zu haben. Und das haben wir, denke ich mal, einfach geschafft. Und das liegt ja nur an euch, an der kompletten Community, die jetzt neu dazugekommen sind. Die Communities von den anderen, von Lucky Cheap, B-Tech, von Linkman speziell nochmal, dann von Nomi Channel waren auch ein paar dabei, von der Schütze Army waren welche dabei, von Thor Riders Army, von Kolai und so weiter und so fort. Alle, die mitgemacht haben. Ein sensationelles Dankeschön an euch, die auch dann wirklich in den Stream zu mir reingekommen sind und haben gesagt, boah, Alter, wie richtig krass, Mann. Ich weiß noch, wie ich mich früher, wenn ich mit meiner Mom oder mit meiner Familie vom Fernseher gesessen habe, und wir haben den Deutschen Comedy-Preis oder sowas geschaut oder irgendwelche großen Shows, wo einfach so ein Jahresrückblick oder sowas gemacht wird. Und ich habe mir damals schon vorgestellt, wie krass wäre das eigentlich, wenn du mal auf so einer Bühne stehst und einfach mal so eine Show moderierst. Und genau das habt ihr mir in diesem Stream gegeben. Ich durfte die Anmoderation machen. Ich habe diese ganzen Special-Videos mit eingefügen dürfen, sage ich jetzt mal, und die ganzen Videos gezeigt. Das war einfach nur ein geiles Gefühl, weil halt wirklich so viele Leute dabei waren und ich weiß nicht, ich war so groß wie noch nie in meinem Leben zuvor und habe mich so wichtig gefühlt. Das war richtig, richtig geil, Mann. Vor allem, ich weiß noch, wo ich das Video für einen Schütze eingeblendet habe und plötzlich, das habe ich erst im Stream danach eigentlich gesehen, wo ich es hochgeladen habe, dass dann diese ganzen Hashtags Ehrenmann Erik hochkamen. Das fand ich einfach so mega geil. Klar. Es war meine Schuld, ich musste das unbedingt machen und warum soll ich das nicht öffentlich vor allen machen, habe ich mir dann so gedacht. Und dass es so geil angekommen ist, Alter, sowas von mega von euch, richtig, richtig geil. Auch wo der Hanni gesagt hat, jetzt schreibt einfach mal Hashtag, schickt mal per Herzen rein oder sowas. Ihr seid ja sowas von krass abgegangen, der Chat ist sowas von eskaliert und ich fand das einfach nur so mega, mega geil. Und ja, ich habe erst am Anfang gedacht, boah, scheiße, jetzt hast du so viele Fails reingeballert, zum Beispiel am Anfang, wo mich keine Sau gehört hat und dann plötzlich so kein Ton, kein Ton, kein Ton. Dann habe ich weitergeredet und dann war der Honey nicht zu hören und so. Klar, es gab viele Komplikationen und ich bin einfach nur so froh, dass ihr trotzdem dabei geblieben seid. Ich meine, es war ja auch ein bisschen lustig, ne? Das ist ja jetzt auch mal so gesagt und so. Aber richtig, richtig geil. Ich bin einfach nur so mega glücklich. Das Jahr 2017 war so geil für mich, also ganz speziell jetzt auf YouTube. Sicht gesehen und ich hoffe einfach, dass das Jahr 2018 noch viel, viel geiler wird, dass wir noch viel, viel größer werden und noch viele krasse Projekte starten können. Also ich speziell habe mir schon so ein paar Vorstellungen gemacht, ob wir sowas nicht auch schon mal im zwischenden Jahr machen. Dann habe ich mir wieder überlegt, machst du mal so ein Channel of the Week, aber das ist dann immer alles so ein bisschen, das ist, weiß ich nicht, das werde ich wahrscheinlich mit der Arbeit einfach nicht hinbekommen. Wir haben ja jetzt schon gesagt, das Channel of the Year machen wir jetzt jedes Jahr, also für die, die Bock haben, auf jeden Fall
wieder dabei sein. Wir geben auf jeden Fall früh genug Bescheid, weil wenn wir das am Anfang des Jahres machen, ist schon ein bisschen blöd, nicht? Das werden wir dann wieder mal so, keine Ahnung, November, Dezember, sowas in der Richtung. Und dann wird man das wieder so in dem Zeitraum mal. Denke ich jetzt einfach mal. Also ich würde hoffen, dass ihr so lange wie möglich dabei bleibt. Einfach krass mitmachen und mir genau das geben, was ich im Stream hatte, was ihr auch macht. Ganz ehrlich. Nochmal ein Dankeschön auch an Thor Riders, der zweimal gespendet hat. Das fand ich richtig geil. Ich war sowas von gerührt. Ich habe fast geheult. Das Wetter da draußen eskaliert gerade. Dankeschön dafür. Nee, aber ohne das Video jetzt krass in die Länge zu ziehen, einfach nochmal an euch, an die Communities, an Honey Team speziell, an Honey, an dich und die ganzen Leute, die halt schon ewig dabei sind, einfach mal ein krass Dankeschön. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, dass wir noch viele, viele geile Sachen zusammen erleben werden und ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, wie ihr den Stream erlebt habt, wie ihr mich jetzt so in 2017 kennengelernt habt und ja, viel gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich würde einfach sagen, that's what I'm do. I'm do it for you. See you next time, euer Avenger. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus, alle Schwede.